Herzlich willkommen zu meiner Review zu Bayonetta 2. Ich habe ja jetzt lange noch spielen können und das Let's Play läuft ja auch noch auf dem Kanal, um mir eine Review-Meinung darüber bilden zu können. Die schulde ich Nintendo auch noch. Das tut mir auch leid, dass das so spät kommt, aber ich bin momentan zeitlich begrenzt gewesen und dann war ich noch krank und ja, war alles nicht so toll. So, Bayonetta 2. Der Nachfolger zu, wie hättest du gedacht, Bayonetta 1 ist jetzt erschienen oder schon länger erschienen, weil das Projekt läuft ja auch auf dem Kanal. Was kann man dazu sagen? Es ist ein guter Nachfolger zu 1 und man muss dazu sagen, ein gelungener guter Nachfolger. Kann man das so sagen? Ja, ich denke schon. Ich bin froh, um das mal vorwegzunehmen, dass Bayonetta 2 nur für die Wii U erschienen ist. Das tut der Wii U ganz gut, das gönne ich der Wii U. Und ich hoffe auch, dass es auf der Wii U bleibt. Also, dass es da exklusiv bleibt, damit die Wii U davon profitiert. Nintendo hat glücklicherweise auch noch Bayonetta 1 portiert, so ist das Wort, auf die Wii U, damit der erste Teil dort auch gespielt werden kann, finde ich auch sehr cool. Das ist, glaube ich, in der First Print Edition oder so ist das mit drin. Dort kann man dann beide Spiele erwerben. Ich habe den ersten Teil auf der PlayStation 3 gespielt damals und fand ihn da schon gut. Auf der PlayStation 3 war er grafisch schlechter als auf der Wii U heute, zum Glück. Und grafisch, muss ich sagen, ist das Spiel eine absolute Bombe auf der Wii U. Die Farben sind total geil, die Effekte sind geil und Bayonetta 2 ist allgemein ein krasses Effektgewitter. Die Videos auf meinem Kanal sind, glaube ich, auch schon Videomaterial genug. Ihr werdet hier natürlich noch Videomaterial sehen im Hintergrund und so weiter. Die Story in Bayonetta 2 muss man mehr Beachtung schenken, als man denkt. Also viele denken, Bayonetta 2 ist ein reines Hack'n'Slay. Aber die Story in Bayonetta 2 ist immer, oder in Bayonetta allgemein, ist immer sehr deep. Also sehr tief und sehr, die wollen schon was erzählen mit dem Spiel und das ist auch gut so. Und ich finde die Story in Bayonetta 2 sehr gut gelungen. Und die Charaktere sind alle immer sehr interessant. Also jeder Charakter hat irgendwo seine Geheimnisse und das ist auch in Bayonetta 2 sehr gut gelöst. Bayonetta allgemein ist ein Mysterium, man weiß nie, warum sie so handelt oder wieso sie was tut. Die Begleiter wie Loki, der kleine Junge. Sorry, wenn ich jetzt den Namen gesagt habe. Er heißt Loki. Der wird auch irgendwann im Spiel einfach so eingeflossen, ohne erklärt zu werden. Er heißt Loki. Und der ist auch ein Mysterium. Für mich immer noch, obwohl ich schon ein paar Stunden gespielt habe. Und Luca, den man auch aus Teil 1 kennt, ist auch noch ein Mysterium und ist auch ein sehr lustiger Charakter. Und natürlich kommen auch Rodin und... Wie heißt der? Der Gangster aus Teil 1, der Italiener. Also ich glaube, er soll Italiener darstellen. Der Bayonetta irgendwie noch was schuldet oder den Göttern noch was schuldet und deswegen mit den beiden rumläuft. Ja, und natürlich ist, Jan aus Teil 1 noch dabei. Sie wird ja direkt am Anfang mit vorgestellt. Um Jan wird es sich auch drehen in Bayonetta 2. Und das ist alles sehr interessant und man will die Charaktere kennenlernen. Man will wissen, was man dort macht. Und ich finde, Bayonetta 2 ist eine richtig geile Sache geworden. Ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Die Kampfmoves sind wie in 1 eigentlich. Also sie sind natürlich aufgehübscht von den Animationen her. Die Effekte bei den Kämpfen sind total geil. Es gibt neue Waffen, neue Items und man kann wieder ganz viel Neues entdecken. Wenn man Bayonetta 1 nicht kennt, ist vielleicht die Story schwer zu verstehen. Deswegen hat das Nintendo ganz gut gelöst, dass man beide Versionen kaufen kann. Mit einem Einkauf, mit der First Print Edition. Mein Gott, war doch hoffentlich... Ich glaube, es war die Edition, wo auch Teil 1 dabei war. Also wer die Story verstehen will, sollte den ersten Teil auf jeden Fall erst spielen, denn Teil 2 knüpft direkt an Teil 1 an. Also das Spiel fängt damit an und hat sofort Verbindungen zu Teil 1, was ich sehr geil fand. Und wenn man Teil 1 nicht kennt, versteht man nicht, warum da jetzt was passiert ist. Man kriegt zwar so ein bisschen leicht was erzählt, aber das meiste versteht man halt, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Das fand ich sehr cool. Die ganze Verknüpfung und während man Bayonetta 2 spielt, sagt man sich auch ganz oft, ach, das kenne ich doch aus Teil 1 und das ist ein geiles Spielgefühl, das ist immer super, wenn da mal wieder was aufgegriffen wird und das feiere ich hart und ist auch super gut. Insgesamt würde ich sagen, Bayonetta 2 ist natürlich besser als der erste Teil, weil er ist neuer, frischer, ein bisschen aufgepeppter. Das Wii U Gamepad kommt bei Bayonetta 2 nicht so zum Tragen, also doch schon. Das wird genutzt, aber nur für das Spiel selbst. Das heißt, ihr könnt Bayonetta 2 komplett ohne Fernseher spielen. Das ist sehr geil. Man kann es nur auf dem Gamepad spielen. Und wenn man auf dem Fernseher spielt,
läuft das Spiel weiterhin auf dem Gamepad. Das heißt, ich glaube, man kann das bestimmt ausmachen, dass das nicht weiterhin läuft. Das Gamepad hat keine andere Funktion für Bayonetta 2. Da ist kein Menü, keine Karte drauf oder sonst was. Das ist einfach nur eine Übertragung des Spiels und ist auch so zu nutzen. Des Weiteren gibt es natürlich auch wieder Challenges zu lösen, die in der Welt versteckt sind. Kleine Aufgaben, zum Beispiel besiege den Gegner nur in der Hexenzeit. Die Hexenzeit ist, wenn man dem Angriff des Gegners ausweicht, dann kommt eine kurze Zeitlupe und nur in diesem Zeitraum kann man Gegnern Schaden zufügen. Sowas kommt dann zum Beispiel. Also man hat genug zu tun, um in dem Spiel genug, also ganz viel Zeit zu verbringen, um die 100% zum Beispiel zu erreichen. Dort liegen auch Notizen rum in der Welt, die ganz viele Hintergrundinfos und auch Wissen von Luca weitergeben. Denn er verfolgt Bayonetta natürlich auf Schritt und Tritt und versucht auch ihr auf die Schliche zu kommen, was sie ist und warum sie so handelt. Und für ihn ist sie auch sehr interessant, so wie für den Spieler, das ist sehr gut gelöst. Dann gibt es noch den Hexenclimax, ich habe da hier gerade auf dem Gamepad drauf, damit ich weiß, wie das Ding heißt. Der Hexenclimax ist der Mehrspielermodus. Man kann dort im Mehrspielermodus übers Internet Bayonetta gegeneinander spielen, glaube ich. Ich habe ihn nicht ausprobiert, ich bin ehrlich, ich bin jetzt nicht so ein Online-Spieler. Kann man gerne mal machen. Ist, glaube ich, auch dafür werden die Verskarten gesammelt, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Ich schau mal im Menü. Genau, im Hexenclimax, also ihr schaltet nach jedem Kapitel Verskarten frei und im Hexenclimax kann man online gegen andere Spieler spielen oder gegen die CPU und da werden zum Beispiel die Verskarten für benutzt. Die Verskarten sind Gegner, die man in den Leveln auch getroffen hat. Das heißt, man kann sich dort die Bosse nochmal ins Spiel einstellen. Ich habe, wie gesagt, den Mehrspielermodus nicht gespielt. Ich weiß nicht genau, wie der aussieht. Ob das ist wahrscheinlich eine Arena, wo man dann gegen die Gegner antritt. Und das ist eigentlich ganz cool gelöst. Und das freut mich. So, dann gibt es noch die Blutstränen-Umbras. Das sind Achievements, wenn man so will, in dem Spiel. Und die werden natürlich nach jedem Kapitel freigeschaltet oder je nachdem, was man geschafft hat. Das sind Achievements. Und was das Spiel auch noch mitbringt, ist im Kampfmodus Touchpen-Steuerung. Was ein Wort. Die ich nicht ausprobiert habe, aber man kann das Spiel wohl mit dem Touchpen steuern. Mann, doofes Wort. Das soll wohl sehr viel leichter sein, denn im Mehrspielermodus ist diese Funktion aus. Das heißt, man kann es dort nicht benutzen. Das heißt, das Kämpfen wird über den Touchpen wohl sehr viel leichter fallen. Also gibt es auch Freunde von Touchpen-Steuerung. Also gibt es für euch auch was dafür. Ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Es wird, glaube ich, DLCs geben von Nintendo, wo man neue Outfits für Bayonetta kaufen kann oder bekommt. Bayonetta kann sich zum Beispiel wie Link anziehen oder wie Fox. Wie Mario, glaube ich, auch. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kriegt sie... Wie ein Samus-Outfit kriegt sie auch. Samus, Fox und Link kenne ich jetzt so aus dem Kopf. Bei Mario bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall gibt es auch Outfits dafür. Ich weiß nicht, ob die per DLC kommen oder ob die im Spiel noch freigespielt werden können. Kann ich jetzt gerade nicht sagen. Ist beides möglich, kann ich, wie gesagt, wirklich nicht sagen. Und, falls ihr euch jetzt immer noch fragt, ob ihr euch Bayonetta 2 kaufen solltet, wenn ihr eine Wii U habt, auf jeden Fall, wenn ihr noch keine Wii U habt, ist das auch mittlerweile mal Zeit. Es wird Zeit. Zu Weihnachten spätestens solltet ihr euch eine Wii U kaufen, denn jetzt kommen die ganzen Spiele dafür raus und es lohnt sich auf jeden Fall, eine Wii U zu besitzen. Ich bin froh, dass ich sie mir damals geholt habe und es wird immer besser. Das war's mit meiner Bayonetta 2 Review. Ich hoffe, ich konnte euch meine Meinung zu Bayonetta 2... Also ich bin positiv, also voll positiv. Also ich habe eigentlich kaum was Schlechtes zu Bayonetta 2 zu sagen. Die Ladezeiten am Anfang sind ein bisschen lang. Aber sonst, das ist aber allgemeines Konsolenproblem. Die Ladezeiten allgemein auf den Konsolen werden immer länger. Selbst auf PCs werden die immer länger. Und das ist momentan wohl leider so ein Trend, der umgeht, dass die Ladezeiten immer länger werden. Naja, wir sehen uns in anderen Videos und hoffentlich auch in den Videos, die gerade so laufen. Bis zum nächsten Mal. Positive Bewertung natürlich nicht vergessen, bitte. Das ist sehr wichtig auf YouTube, das muss man immer wieder dazu sagen. Das scheinen viele nicht zu wissen. Ist wichtig und kostet euch nichts. Kostet euch keinen Cent. Noch nicht mal wirklich Zeit. Eine Sekunde zähle ich jetzt mal nicht als Zeit. Und deswegen vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.